Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Iron Marines. Und wir machen weiter mit dem nächsten Level, die Rettungsmission. Der Angriff auf die Plasmakanone war nur eine Ablenkung. Der Kontakt mit Siedlung Alpha ist abgebrochen. Bioscans haben zwei unbekannte Lebensformen entdeckt. Ein Team muss das untersuchen und Kolonisten retten. Erlange die Kontrolle über Siedlung Alpha. Ja, und Feuerangriffe ignorieren Rüstung, okay. Ist gar nicht mal schlecht zu wissen. Ah. Lol. Okay. Ja, was war das denn, lol? What the fuck? Wilco. Positioning. Stop that. Shoot and scoot. You're on. Oh my god. Kill it. Whatever it is, kill it. Without fail. Hovering ground. Point and shoot. Ah, ich wollte gerade sagen, warum blinkt es so auf meine Fähigkeit? Hat's aber gar nicht. Das war einfach nur schlecht positioniert. Wow. Oh mein Gott. Ey, what the fuck? Ey, what the fuck? Oh boy. Ah, das ist nicht gut. Schnell zerstört ist nice. Okay, Abgang, 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 Abgang. Damn, das Ding heilt halt übel schnell hoch. Holy moly. Gut, dass es kaputt ist. Ja, natürlich steht der Turm wieder. War ja klar. Okay. Wir müssen uns ganz schön oft zurückziehen in dem Spiel mit dem Helden. Entschuldigung. So. Ja, okay, jetzt müsst's. Wobei der Turm gleich wieder da ist wahrscheinlich. Jetzt müssen wir das Ding schnell kaputt machen. Ja, da ist der Turm wieder. Und da ist er wieder weg. Oh, das war ziemlich gut. Das bräuchten wir nur noch mal. Perfekt, das Geschütz. Sehr gut. Oh, neuer Turm, neuer Turm. Raketenturm, Abschussvorrichtung für Raketen mit hoher Reichweite. Nice, I like that. Oh, wow. Das ist echt eine heftig große Reichweite. Holy moly. Ja, die ist ziemlich crazy. Nice. I like that. Machen wir gleich den nächsten Turm. Da müssen wir noch weiter erobern. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal nicht genug Kommandopunkte, war ja klar. Machen erstmal noch ein paar Upgrades. Außer wir werden nicht mehr angegriffen. Dann könnten wir natürlich gleich weitermachen hier. Na gut, okay, ich meine, so können wir auch weitermachen. Das ist ja direkt daneben. Na, wir werden schon noch angegriffen. Was hat er für Upgrades? Für heute eine Spezialrakete, habt ihr ein kleines Gebiet mit Betäubungsbomben belegt?
Wirft eine Brandbombe ab, die alles in Flammen aufgehen lässt. Oh, das hört sich doch schön an. Also nicht für die Gegner, aber hey, who cares. So. Oh. Oh, da ist ein neuer Gegner. Sogar mehrere, glaube ich. Nice, das war schon mal sehr effektiv. Oh boy. Damn, unser Held wäre beinahe abgenippelt. Oh mein Gott. Scheiße, sie ist abgenippelt. Oh, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Komm schon. Komm schon. Nice. Das müsste uns gerettet haben. Oh, zumindest... Oh mein Gott. Was zum Teufel? Wie viele sind das plötzlich? Ja, okay. Mit dem Turm-Support, das sieht schon deutlich besser aus. So. Genau, Turm-Upgrades, die hätte ich jetzt schon wieder beinahe vergessen. Haben wir da oben eigentlich Verstärkung? Nee, okay. Und dann müssen wir uns mal noch die Punkte anschauen hier. Das ist auch gut. Raketenturm, Raketenplattform mit hoher Reichweite, bla 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 bla. Sehr effektiv gegen Feinde aus der Luft, Flächenschaden, besser gegen Flugfeinde, hohe Reichweite. Und neuer Feind 10, Fluch, eine ekelhafte Mutation aus Experimenten der Fell mit Ethereum und Menschen. Sie rasen auf ihre Feinde zu und setzen eine tödliche Ethereum-Schockwelle frei. Da sie ihrer menschlichen Natur beraubt wurden, sind sie wie diese Beißer. Keine Rüstung, Flächenschaden. Okay. Aber ja, kommen da jetzt die ganze Zeit so viele Gegner, weil dann haben wir nämlich ein kleines Problemchen. Und zwar, dass wir nicht weiterkommen. Aber... Ja doch, da müssen wir schon hin. Nein! Oh mein Gott, das war die falsche Fähigkeit, Idiot. Kill them all! Oh mein Gott, die sind alle nicht in Reichweite. Jesus Christ. Immer das Ding da, Woman. Na du da. Also. Oh, was zum Teufel ist das denn? Okay. Hovering ground. Understood. What the fuck? What the fuck? Was zum Teufel ist das? Oh, Jedi-Ritter? Erobere die übrigen Energiekernschalter. Neuer Feind, böser Bomber. Dieser riesige Fell verschießt mit seiner Wurmkanone gefährliche Organprojektile aus großer Entfernung. Ein guter Grund, um einen Helm zu tragen. Flächenschaden greift über Barrieren an. Sehr hohe Reichweite. Okay. Was können die denn? Sind das Nahkämpfer anscheinend, oder? Okay. Da sagt man nicht nein. Die erinnern mich aber echt voll an die eine Rasse bei Star Wars. Keine Ahnung, wie die heißen, aber da gibt es doch auch so Typen mit solchen Tentakeln auf dem Kopf. Ich glaube, davon gibt es sogar welche, die auch Jedis waren. Ups. Jetzt habe ich wenigstens mal Tanks hier. Oh mein Gott.
Wow, sind die stark, alter Schwede. Stark und gleich tot. Jupp. Oh boy, wie viele das schon wieder sind, das ist unglaublich. Ach, da oben ist auch so ein Ding, das habe ich gar nicht gesehen. Lol. Ich bin auch blind. Ich habe mich schon gewundert, warum da oben eigentlich auch die ganze Zeit Gegner kommen. Alright. Positioning. Music, heavy metal. Positive. Okay. Yes, Commander. Contact. It's agreed. All right. Shoot and scoot. Proceeding. Wilco. Ja, warum machen die nichts? Attacke! Jetzt ist eh schon zu spät. Ah, nee. Finde den letzten blockierten Eingang zur letzten Kolonisten. Okay. Naja, gut. Da schnell hinzulaufen, das kriege ich hin. Das schaffe ich. Oh, okay. Warte mal, kann ich jetzt eigentlich neue Soldaten ausbilden? Nee. Weil ich keine Kommandopunkte bekommen habe, nur diese Energieschalter. Na gut. Dann muss das wohl reichen, ja. Ah, hier ist eine Basis von uns. Oh mein Gott. Und nein, unsere Soldaten da oben gehen drauf. Oh mein Gott, no. Oh mein Gott, no. Backstabbing. Wir werden gebackstabbt, Boys. Oh boy. Das ist nicht gut. Aber tatsächlich noch ganz gut im Rennen sind eigentlich. Naja. Alter, wie lange braucht denn der Typ? Uff, alle tot. Oh oh. Oh mein Gott. Uns werden legit die Hosen ausgezogen, Boys. Wir haben es noch nicht mal ansatzweise geschafft. Ey, fuck, ich hätte mich lieber auf da oben konzentrieren sollen. Anscheinend. Oh mein Gott, schafft er das? Nein! Oh mein Gott, und der ganze Fortschritt geht verloren. Nein! Was passiert, wenn die das jetzt kaputt machen? Die können das auch einnehmen. Oh mein Gott, no way. Ja, toll, wie soll ich denn das schaffen? Oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Meine Einheiten sterben halt legit in der Base. Oh man. Na, ich glaube, das kann man jetzt gar nicht mehr schaffen. Vor allem, weil ich die Jedi-Ritter auch verschwendet habe. Ah, fuck, ich fürchte, das müssen wir nochmal probieren. Man kann sich da jetzt mit Gewalt vorarbeiten, aber das wird halt nichts bringen, ne? Das bringt halt nichts. Das sind viel zu viele Gegner, die kann man gar nicht töten. Ah.
Schade. Schade. Aber irgendwann musste man ja mal einen Rückschlag erleben. Irgendwann musste es mal soweit sein. Alright, aber jetzt wissen wir ja genau, was auf uns zukommt. Jetzt können wir da schon mal entgegenwirken ein bisschen. Genau. Und alles auf die Eroberung setzen und einfach auf die Base, also die Base einfach ignorieren. Ach, dann halt nicht. So. Wobei, eigentlich hätte ich die Mission fehlschlagen lassen sollen, weil dann hätten wir Punkte bekommen, ne? Ah, vergessen. Ich Idiot. Jetzt haben wir keine Punkte dafür bekommen. Aber egal. Wird nicht so wichtig sein, schätze ich mal. Oh, die waren jetzt ein bisschen zu weit vorgeschickt. Hoppla. Hoppala. Okay, das Ding da oben ist schon mal kaputt, ist schon mal sehr gut. Ja, das war jetzt vielleicht etwas zu weit vor. Aber egal, das geht schon. Nein, schnell, 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 schnell. Zack, zack, zack. Okay. So. Point and shoot. Positioning. Jetzt zerstören wir auch gleich mal die Basis, die hier dann irgendwo stand. Die war ja auch so bescheuert, dass ich die nicht gleich kaputt gemacht habe. So. Dann machen wir hier zwei Raketentürme, glaube ich, hin. Für später dann. Dann können die schon ein bisschen eher auf die Gegner schießen. Das ist vielleicht von Vorteil. Aber wird wahrscheinlich kaum einen Unterschied machen. Zack, 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 zack. Kaputt. Okay. Wobei hier wäre es wahrscheinlich leichter, wenn wir uns erst die Jedi-Ritter holen, ne? Andererseits... war das jetzt so oder so nicht so wirklich schwierig. Schon macht das Ding kaputt. Let's go. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir werden überrannt. Ich hab den dritten Turm vergessen. Oh mein Gott. Ja gut, das war natürlich nicht besonders klug. Das sollte schon noch klar gehen. Das sollte noch klar gehen. So, unsere Heldin kriegt ein bisschen viel Schaden. Oh nein, 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 nein. Don't kill me. Fuck, wir müssen uns echt zurückziehen. Schade, ich dachte, wir schaffen es in einem Aufwasch. Das war knapp. Jetzt müssen wir es aber gleich haben. Und hier oben müssen wir nochmal upgraden.
So. Destroy that, boys. Destroy it. Shoot and scoot. Yes, come and stop that. Proceeding. Orders? Orders? All right. Get away from me, you right away. Oh, Leute, da unten ist ja... Oh mein Gott, sag mir nicht, dass das ein Kommandopunkt ist. Oh mein Gott, no way. Habe ich den vorhin nicht gesehen? Ist es. Es war keiner. Oder? Doch. Aber ist der permanent? Ich glaube, der ist irgendwie nicht permanent oder so. Weil das hatten wir doch schon mal. Und da hat es irgendwie auch nichts gebracht. Ich kann mich aber nicht daran erinnern, ob unsere Einheiten da davor gestorben sind oder nicht. Das weiß ich leider nicht mehr. Ja, jetzt ist ja easy. Jetzt haben wir doppelt so viele Snipers. Ja, okay, das war auf jeden Fall der Fehler vorhin. Das war definitiv ein Riesenfehler, dass wir das nicht hatten. Ach Mist, ich kann die alle auswählen. Schon wieder vergessen. Warum schießen die denn nicht auf den? What the fuck? Da steht ein Gegner und keiner schießt auf ihn. Also. So. Without fail. Shoot and scoot. Covering ground. Stop that! Get away from me! Nice. Nice. Stationing. Yes. Contact! So. Da müssen wir gleich nach oben dann. Aber da haben wir eh noch Zeit, weil bevor wir nicht oben sind, kommen die Gegner ja auch nicht. Die müssen wir noch upgraden. Das ist fertig. Das ist noch nicht fertig. Das ist fertig. Yes. Alright. You're on. Honor to serve. Positive. Proceeding. Move it or lose it. So. Alright. Und fehlt uns noch ein Upgrade, aber das können wir uns eh nicht kaufen, weil... Wir können keine 150 Ethereum haben. Passt. Oder ich hoffe, da war kein Kommandopunkt mehr, aber ich denke nicht, wenn noch einer wäre richtig heftig, dann könnte man nochmal drei Leute ausbilden. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu krass. So, der langsamste geht schnell vor. Perfekt. Positioning. Shoot and scoot. Ich weiß noch nicht mehr, wann hat es angefangen. Ah, ich muss es ja noch einnehmen. Oh mein Gott. Also nicht einnehmen, aber halt, ja. Uff. Warte mal, können die da drüber schießen? Über die Barriere? Bitte sag mir ja. Ja! Okay, sehr gut. Dann haben wir noch zwei Wächter, das müsste passen. Hier dürfen wir jetzt halt nicht draufgehen, aber ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir draufgehen. Das ist die Frage. Also wenn unsere Base da kaputt geht, haben wir wahrscheinlich verloren, aber
Bis das passiert, müssten wir eigentlich fertig sein. Oh oh, die töten unsere Leute. Über eine verdammt große Distanz, möchte ich mal anfügen. Oh my goodness. Ja komm, tötet die mal schnell. Zumindest ein paar von denen und dann rennt schnell weg. Nice. Oh, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Und da unten ist noch nicht mal ein Turm kaputt, ist ja easy. Nice. Easy. Ja, das hätte man gleich wissen müssen. Also einerseits das mit dem Kommandopunkt und andererseits das, dass man da hin muss. Weil das habe ich am Anfang gar nicht gecheckt. Obwohl es so offensichtlich war. Nice. Sehr gut. Alright, dann ist wahrscheinlich unsere Heldin jetzt nochmal Level up, schätze ich. Yes. Und wir haben 4 Punkte zu verteilen. Ja, da würde ich sagen, machen wir 2-mal die Rakete, 1-mal das, 1-mal das. Sehr gut. Dann Upgrades, 560 normale Angriffe aller Einheiten verursachen zusätzlichen Schaden. Finde ich doch mal sehr gut. Alright, passt. Dann, ja, kaufen, keine Ahnung. Aber ich weiß gar nicht, wofür braucht man sonst das Zeug? Weil das kostet ja alles diese blauen Punkte. Und die roten Punkte, die kann man nur hier ausgeben anscheinend. Also im Endeffekt kann man sich das Zeug eigentlich schon ruhig kaufen. Aber warten wir mal noch, bis wir es wirklich brauchen. Gut, dann können wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal den Sondereinsatz probieren? Oder ist es noch zu schwierig? Das ist die Frage. Aber Kara müsste jetzt ja schon deutlich stärker sein eigentlich. Naja, mal gucken. Auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Macht's kurz rein. Bis zum nächsten Mal. Like und Kommentar nicht vergessen. Ciao, ciao.